Liebe Freunde der gepflegten Corona-Statistik, auch heute habe ich mir wieder die Daten des RKI runtergeladen. Ihr seht hier 1.11.2020, der Datenstand ist der 31. Oktober, also gestern, Monatsende. Und ich habe mir mal ausgerechnet, wie denn die Sterberate ist. Ich habe also mit einer Formel aufsummiert, stückweise nur in der Tabelle, wie viele gemeldete Fälle, also positiv getestete, gab es, wie viele Sterbefälle gab es und wie hoch ist also der Anteil der Sterbefälle an den positiv getesteten. Und ich kann euch sagen, der Höhepunkt lag also Ende April, am 29. April bei 5,15%. Und um die ganze Sache nicht zu lang werden zu lassen, ich springe ans Ende. Inzwischen haben wir 532.843 positiv Getestete in Deutschland. Davon sind 10.453 Menschen mit oder an Corona gestorben. Und das entspricht in Anführungszeichen nur noch einer Quote von 1,96%, das heißt, es hat sich weit mehr als halbiert und das hängt meiner Meinung nach damit zusammen, dass einfach massiv getestet wird und nur noch vergleichsweise wenige Menschen sterben. Hier unten seht ihr nochmal das Aufsummierte, da habe ich die Summe auch gebildet. Hier oben sieht man jeweils die Formel. Hier in der Formel ist ein kleines Dollarzeichen mit drin. Das bedeutet, dass er immer die Zelle E2 nehmen soll und alles aufsummieren soll bis zu der Stelle hier. Also die rechte Zahl ändert sich, die linke bleibt gleich. Das dazu. Also die Sterberate sinkt und zwar seit 29. April. Und soviel ich weiß, ist niemals ein Anstieg dazwischen zu verzeichnen gewesen. Zweites Tabellenblatt, Sachsen Todesfälle. Ich habe sie übrigens nach Datum sortiert. Fälle März, 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 April, 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 Mai, Oktober. 8 Menschen im Alter von 35 bis 59 sind bis heute in Sachsen verstorben. Das macht einen Anteil der Toten an allen Toten, also der Altersgruppe hier, von 2,48%, gerundet 2,5%. Darunter ist die Altersgruppe 60 bis 79. Ich blättere nach unten ans Ende. Aufsummiert in dieser Gruppe sind 98 Menschen gestorben im Oktober. Dazu blätter ich wieder ein Stück hoch. So, bis September. So, hier im Mai, einer im Juni. Hier sind wir. Also aufsummiert bis gestern entspricht der Anteil der Gruppe der 60- bis 79-jährig Verstorbenen 30% und ganz nach unten geblättert für die Gruppe der 80-Jährigen oder älter. Die sind zusammen 216 verstorben und das macht einen Anteil von 67,08%. Das heißt, 97,5% aller in Sachsen an oder mit Corona Verstorbenen waren über 60 Jahre alt. Drittes Tabellenblatt. Dresden Todesfälle, das hier ist sehr übersichtlich. Ihr seht auch hier die Altersgruppe und zwar habe ich nichts vergessen. Das heißt, es sind in Dresden ausschließlich Menschen gestorben über 60 Jahren, davon 7 im Alter von 60 bis 79, macht einen Anteil an allen Verstorbenen von 41,18%. Und in der Gruppe der 80-Jährigen oder älter sind 10 Menschen verstorben und das entspricht 58,82%. Es sind also in Summe in Dresden bis einschließlich gestern 17 Menschen verstorben, was dementsprechend 100% entspricht. Ich sehe anhand dieser offiziellen Daten des RKI in keinster Form einen Grund zur Panikmache. Ein Mensch ist im September verstorben, einer im Oktober und hier waren es 3 im September und 2 im Oktober. Das hat eine sehr große Ähnlichkeit mit Grippetoten der vergangenen Jahre. Es sterben in Dresden also ausschließlich alte Menschen über 60 Jahren.
Zuletzt ist gestorben der Bundestagsvizepräsident Oppermann, Vorname fällt mir gerade nicht ein, mit 66 Jahren. Und gestern oder inzwischen vielleicht sogar vorgestern ist Sean Connery verstorben und ich glaube, der war weit über 80. Ein Idol meiner Kindheit und Jugend als James Bond, als Schauspieler im Film Highlander, The Untouchables, die Unbestechlichen. Also ein großes Idol von mir, gestern verstorben. Und soviel ich weiß, weder Herr Oppermann noch Herr Sean Connery oder Sir Sean Connery sind an Corona verstorben. Und dabei will ich es bewenden lassen. Habt keine Angst, zumindest nicht vor dem Coronavirus. Fürchtet euch lieber vor der sächsischen Staatsregierung und vor der Bundesregierung mit unserer geliebten Gottkanzlerin Angela Merkel, die uns geradeaus in eine Diktatur bewegen will. Davor habe ich tatsächlich Angst. Ich wünsche euch was.